Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute haben wir das Lego Ninjago Dragons Rising Magazin und zwar die Nummer 116. Das Ganze ist für 5,99 € erschienen. Wir erhalten hier zwei mächtige Extras. Zum einen Tempelgeist, der sieht so aus, und eine Goldkarte. Das ist die hier und zwar Serie 9, die limitierte Karte Nummer 12 der Aaron. Ja, wieder ein Magazin, auf das man sich freuen konnte. Ich finde, den Tempelgeist ist wirklich eine klasse Minifigur. Bin froh, dass wir ihn bekommen haben. Auch in diesem Magazin wieder zwei Poster, 12 Seiten Comic und jede Menge Spiele und Rätselspaß. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich entferne die Extras und wir schauen uns alles mal einzeln hier in Ruhe an. Und so schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir starten bei der limitierten Karte Nummer 12, Aaron Limited Edition. Ihr wisst, ich kann euch über die Werte nichts sagen. Wir haben oben eine 112, stehen links 104. Ich glaube, auch alles, was über 100 ist, ist nicht verkehrt. Falls ihr mehr über die Werte wissen wollt und von allen Dingen, wie stark diese Karte wirklich ist, schaut da gerne mal bei TCG Mr. Phil vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unser heutiges Lego-Extra Geist des Templers, eine coole Minifigur. Wir bekommen hier ein Rockteil statt Hosen, auch einen sehr coolen Stab hier, noch recht viele Teile. Das Ganze im Papier-Polybag und ihr wisst, für Kinder zwischen 0 und 3 Jahre nicht geeignet, Erstickungsgefahr der Kleinteile. Schauen wir uns selbstverständlich auch später noch einmal in groß an. Jetzt erkennen wir auch ein wenig mehr von unserem Magazin. Wir sehen hier nochmal unser Lego Extra Geist des Templers, super mächtig. Und was wir jetzt erkennen, ist enthüllt die Rückkehr der Verbannten 5. Also auch sehr spannend, habe ich mir selbstverständlich schon alles durchgelesen. 12 Seiten Comic, 2 Poster. Und wenn wir das Ganze einmal aufschlagen, sehen wir das, was wir eigentlich schon seit längerer Zeit sehen. Linke Hand, Werbung für Kais Klettermesh. Rechte Hand haben wir dann hier unser Inhaltsverzeichnis mit unter anderem dem Comic, ist hier wieder in 2 geteilt. Und zwar heftiger Hokus Pokus ab Seite 10 und Seite 22 dann der zweite Teil. Wir bekommen wieder Missionen, Info, Action und was das Schöne ist, wieder eine Umfrage. Dann haben wir hier wieder Meister des Monats, ist diesmal der Kalof. Sein Element ist das Metall und hier können wir sein Kräftelevel eintragen und uns selbst aussuchen, wie stark er ist, beziehungsweise selbst beurteilen. Dann wieder 2, 3 kleine Randmissionen, findet das Wolfshuhn und Ninja-Punkte sammeln und hier auch ein Comic-Kenner, das ist eine Frage ums Comic. Was ich auch noch spannend finde, was sie hier relativ groß anwerben, ist Wettlauf der Mesh auf Seite 6. Wir schlagen aber einmal um, haben dann unser heutiges Extra Geist des Templers. Ja, einmal jede Menge Infos selbstverständlich. Auf der linken Hand, rechter Hand eine Bauanleitung und hier haben sie noch ein kleines Spiel für 2 Spieler. Müsste hier dieses obere Teil vom Stab abmachen, auf Start legen und mit dem Finger schnipsen und Punkte zusammenzählen. Also nochmal eine kleine lustige Nebenbeschäftigung von unserem Extra. Hier sehen wir auch Fakten, 10 Lego-Teile haben wir und der Stab ist auch wieder 7 cm lang und zudem noch ein mächtiger Diamant. Dann haben wir mächtiger Mesh-Marsch, auch mal wieder ein cooler Titel. Hier haben wir dann ein Spiel für 2 bis 4 Spieler. Ihr braucht pro Mann eine Lego-Minifigur und ein Würfel, also wieder ein Würfelspiel. Ihr habt hier Start und seht verschiedene Sachen. Dann gibt es zum Beispiel ein Feld vor, auch Felder zurück und so wie Duell. Spielregeln ist alles mit dabei, auch wieder sehr lustig gemacht. Missionen, Foto in Fetzen und mal wieder 2 Ninja-Punkte gefunden. Finde ich auch mal sehr spannend. So ein bisschen was zum Nachdenken ist nie verkehrt. Und dann geht jetzt hier unser Comic los, was wir hier überspringen werden und kommen damit dann zur nächsten Mission und den nächsten 2 Ninja-Punkten. Einfach wieder ein kleines Denkspiel, wo man einfach hier vom Start her gucken muss, wie man am besten rauskommt. Also auch wieder ein gelungenes kleines Spielchen oder Mission, wie es hier genannt wird. Wie gesagt,
zwei Poster, in Wirklichkeit wieder ein Wendeposter. Auf der ersten Seite Kai heizt ein. Da sehen wir einfach Kai auf den Drachen. Das waren ja diese Nachfolger von den Spinnern hier, die wir bekommen haben. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt und auch sehr rot und sehr feurig, passend zum Titel. Dann auf der anderen Seite, ich habe unseren Meisterdrachen Egalt. Auch dieses Set hier ist wirklich ein richtig cooles Set. Hat auch Spaß gemacht zusammenzubauen. Mir persönlich zu viele Sticker. Dennoch Optik am Ende wirklich sehr toll. Aber das Poster, naja, es ist einfach nur das Lego-Modell einmal abfotografiert. Und man sieht hier auch so einen dicken schwarzen Rand um den kompletten Drachen rum. Und einfach nur, ja, ein Hintergrund dahinter geknallt. Einmal draufgeschrieben, wer es ist. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, dann hätte man weitaus mehr rausholen können. Also ein solides Poster und ein Poster, was mir nicht so gut gefällt. Hier sehen wir, Kais Drachenkleider. Und jetzt schaut euch mal das Poster an, auch leider nur 1:1 übernommen. Wie gesagt, es sieht nicht schlecht aus, aber ich finde sowas persönlich doch sehr langweilig, wenn die Sachen einfach nur 1:1 kopiert werden. Werbung für das Abo. Wie gesagt, könnt ihr euch, wenn ihr das Abo hier abschließt, 13 Ausgaben für 71,50 € und ihr bekommt noch eine Prämie dabei, die ihr euch selbst aussuchen könnt. Weiter mit dem Comic selbstverständlich. Und dann kommen wir hier zu einem riesen Infobild bzw. zwei Seiten Info. Macht und Magie. Also das ist mal wirklich stark aufgebaut hier in 4 Kapiteln. Da wird einfach nochmal ein bisschen Geschichte erklärt. Finde ich immer sehr cool zu Sachen. Bitterböse Bude ist natürlich wieder eine Setvorstellung. Das Set 71813 Wolfsmasken Dojo. 8 Minifiguren, 1190 Lego-Teile. Und wie gesagt, hier heißt diesmal Action. Gibt es ein paar Fragen zu. Und links noch einmal die Geschichte, wo man es halt in der Serie gesehen hat. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, dieses Set. Muss man schon sagen. Dann haben wir nochmal eine Mission, linke Hand mit unserem Küchenchef und hier nochmal 2 Ninja-Punkte. Wie gesagt, einfach nur ein paar Rezepte, wieder ein bisschen Denkspiel, also auch wieder lustig und gut gemacht. Rechte Hand dann, wie schon erwähnt, unsere Umfrage. Wir müssen hier einfach nur unsere persönliche Meinung eintragen zu den Magazinen, was wir davon an sich halten, zu den einzelnen Themen, die wir in den Magazinen finden. Unten rechts füllt ihr eure Name, Adresse aus. Falls ihr keine 18 seid, müssen eure Eltern das Ganze nochmal mit unterschreiben. Das Ganze schickt ihr dann zu Blue Ocean. Adresse findet ihr hier oben, entweder per E-Mail oder Post. Und das Schöne ist, wir haben hier wieder einen Einsendeschluss, und zwar den 11.07.24. So sieht dann das Magazin aus. Jetzt werden wir sehen, was wir in der nächsten Ausgabe bekommen. Und wir werden, boah, sehr, sehr cool. Wir bekommen den Cole hier mit gleich 2 Hämmer, 2 massive Hämmer heißen sie sogar. Natürlich die Nummer 117, das Ganze soll am 12. Juli erscheinen. Und wir bekommen hier auch wieder eine limitierte Karte, die Nummer 13, denn Lord Russ. Also wieder sehr cool. Auch die Minifigur sieht echt genial aus. Auf die freue ich mich dann auch schon wirklich sehr extrem. Was mir gut gefällt, dass sie mal 2 Hämmer hier mit eingepackt haben. Und die sind auch nicht so übertrieben groß. Also sieht schon recht cool aus. Wie gesagt, das Ganze soll am 12. Juli erscheinen und werden wir uns dann selbstverständlich auch hier ansehen. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer heutigen Minifigur. Der Tempelgeist, eine richtig geniale Minifigur. Wir bekommen hier ein Rockteil statt Hosen, das Ganze in Schwarz gehalten. Die Vorderseite wunderbar bedruckt mit einem goldenen Gürtel, sowie die Umrisse in Hellgrün und Dunkelgrün. Der Torso ebenfalls in Schwarz gehalten, vorne wie hinten. Richtig genial bedruckt, und auch hier wieder der Übergang von Torso zu seinem Rockteil ist ihm wirklich gut gelungen. Hier bekommen wir noch dunkelgrüne Arme und hellgrüne Hände. Zudem hat er hier auch wieder einen Kopf, 2 Gesichter, wobei eins relativ dunkel gehalten ist, nur mit Schwarz bedruckt, das andere dafür etwas heller. Zudem noch eine richtig geniale schwarze Maske und natürlich hier seinen mächtigen Stab, 7 cm Länge. Meiner Meinung nach hätte er doch etwas kürzer sein können, aber besonders der obere Teil mit dem grünen Diamanten sieht wirklich nur echt genial aus. Auch hier wieder eine wirklich richtig geniale Minifigur mit einer richtig coolen Waffe.
Und dann fasse ich schon einmal kurz zusammen, was wir heute hier gesehen haben in unserem Lego Ninjago Magazin der Nummer 116. Das Ganze kostet erstmal 5,99 Euro. Wir bekommen hier wieder zwei mächtige Extras, so wie es angepriesen wird. In Wirklichkeit, also meiner Meinung nach, nur ein Extra, und zwar den Tempelgeist als Minifigur, die hier wirklich super gelungen ist und eine echt tolle Minifigur ist. Das zweite Extra soll dann unsere Goldkarte darstellen, die limitierte Karte Nummer 12, unser Aaron Limited Edition natürlich, der Serie 9. Zudem im Magazin 12 Seiten gut gestaltetes Comic, was wieder sehr viel Spaß macht zu lesen, hat mir wieder sehr gut gefallen. Dann haben wir zwei Poster, die diesmal auch nur als zwei Poster angepriesen werden. Ihr wisst, es ist wieder mal ein Wendeposter. Und was soll ich sagen? Ja, das sind mal wieder zwei Poster, von denen ich eigentlich wirklich enttäuscht bin. Und von denen würde ich mir definitiv keins an die Wand hängen. Zudem haben wir noch wieder richtig viele coole Missionen, ein cooles Spiel und das Tolle ist auch wieder hier ein Gewinnspiel, wo ihr wieder die Chance habt, ein paar Lego Ninjago Sets zu gewinnen. Und auch die Nummer 117 macht wirklich schon wieder Vorfreude mit unserem Cole hier in seinem Kletteranzug. Also auf die Ausgabe kann man sich auch freuen. Werden wir uns selbstverständlich auch hier anschauen. Aber ihr wisst, alles, was ich hier im Video sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr von unserem Magazin Nummer 116, von der Minifigur, von den zwei Postern und von der limitierten Karte. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Hoggie.